Herzlich willkommen beim Naked Sheep Trainingsblog von Otofox. Mein Name ist Chris Ehmbichler, ich bin Athletiktrainer und Sportwissenschaftler in Innsbruck und ich habe für euch ein 10-wöchiges Trainingsprogramm erstellt, das euch für den Skitourenwinter fit machen soll. Alle 2 Wochen werdet ihr auf der Homepage von Otofox PDF-Dateien und Videoclips zum Download zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir werden das Training sehr, sehr kompakt und polarisierend aufbereiten und wollen euch mit den Videoclips zum einen detailliertere Informationen zu diversen Übungen bereitstellen und mit den PDFs und Wochenplänen zum anderen einen genauen Überblick über die To-Dos in diesen 10 Wochen geben. Für mich als Trainer ist wichtig, geht es am Anfang ein bisschen lockerer an, tastet euch ein wenig an die Intensitäten heran und schießt euch nicht gleich ab. Ihr müsst ein bisschen mit den Übungen vertraut werden, macht die Übungsausführung präzise, wenn euch was unklar ist, schaut es lieber nochmal nach. Schmerzen in dem Programm soll es überhaupt keine geben, das ist ein absolutes No-Go, dann heißt es sofort Übung stoppen. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Wir wollen gleich beginnen mit dem kurzen und kompakten Eingangstest. Meine Trainingspartnerin Mia wird mir dazu zur Seite stehen und die werdet ihr dann auch in den folgenden Clips immer wieder als Probandin sehen, die für euch die Übungen vorführt und gewisse Fehlerquellen näher ins Auge fasst. Also, alle PDFs, alle Videos findet ihr auf www.otofox.com. Jetzt starten wir mit dem Training. Habt viel Spaß und gebt Gas. Bevor wir mit dem Training beginnen, wollen wir kurz den Status Quo erheben. Wir machen das ganz, ganz simpel und halten das wirklich ganz kurz. Ich bitte euch einfach nur, macht 3 Fotos von euch selber. Von vorne, der Seite und von hinten. Im Idealfall oberkörperfrei, damit man ein bisschen die Veränderung sieht innerhalb von den 10 Wochen, was ist passiert. Zum Zweiten, notiert euer Gewicht am besten morgens nach dem Gang zur Toilette auf nüchternem Magen. Und das Dritte sind 2 Übungen. Zum einen der Absteiger und zum anderen die tiefe Hocke, wo wir einfach ein paar Schlüsselelemente aufnehmen wollen. Dazu braucht ihr jemanden, der für euch die 2 Übungen mit dem Handy oder mit einer kurzen Kamera festhaltet. Beim Absteiger geht es darum, wie gut könnt ihr die Beinachse stabilisieren. Kippt euer Knie nach innen, wenn ihr von der Erhöhung runtersteigt. Und bei der tiefen Hocke geht es darum, wie gut ist eure Beweglichkeit in den unteren Extremitäten? Kommt ihr überhaupt runter und könnt ihr diese elementare Bewegung durchführen? Und nun nach einem kurzen Eingangscheck machen wir die erste wirkliche Trainingseinheit. Das ist ein 10-Minuten-Intervall. Beim 10-Minuten-Intervall hätte ich gerne, dass ihr 1 Minute eine Bewegung durchgehend, zügig, mit präziser Ausführung macht. Das ist zum einen Kniebeugen, dann macht ihr 1 Minute Pause und wechselt zur 2. Übung, das ist Beckenheben und Schulterbrücke und die wieder 1 Minute lang zügig durchführen. Die Mia zeigt uns jetzt, wie die Bewegungen gehen, okay? Und wir schauen uns an, auf was ihr aufpassen müsst. Also, aus dem aufrechten Stand geht ihr langsam in die Kniebeuge hinunter, aufpassen auf die Beinachse, Rücken ständig stabil und gerade, dann wieder nach oben rauf. Die Knie dürfen während der ganzen Bewegung nicht nach innen kippen, okay? Ihr zieht dann die Minute wirklich zügig und sauber durch, so tief runter wie es geht. Rücken ist gerade, Beinachse stabil. Und dann nach dieser Minute Pause. Auslockern in der Zwischenzeit. Auf die Uhr schauen. Position suchen, hinlegen. In Rückenlage, Hände auf die Seite. Beine aufstellen. Fersen ein bisschen näher zum Körper ziehen. Und dann 1 Minute lang Becken nach oben drücken. Wieder langsam runter sinken und rauf. In der Minute dann wirklich zügiger, ein bisschen Gas geben und oben immer Gesäß anspannen. Ihr spürt es dann im Beuger und im Gesäß und habt einen super Wechsel zwischen Streckmuskulatur bei den Kniebeugen und Beugemuskulatur und Gesäß bei der Schulterbrücke. Dann ist die Minute wieder vorbei, 1 Minute Pause und diesen Durchlauf 5-mal. Das ist unser 10-Minuten-Intervall. Und weiter geht's mit der Einheit Öffne Türen.
Öffne Türen ist eine sehr, sehr wichtige Einheit und die wird euch die kompletten 10 Wochen begleiten. Immer wieder werden wir im Trainingsprogramm und im Wochenprogramm diese Einheit einbauen. Und es ist mir wichtig zu verstehen, dass nur ein freier und mobiler Bewegungsapparat Intensitäten und Kraftreize optimal aufnehmen kann. Aus dieser Einheit nehmen wir jetzt 2 Übungen raus, die wichtig sind. Das ist zum einen der Couch Stretch und zum anderen der Diagonal Stretch. Wir beginnen mit dem Couch Stretch. Dazu geht es hier vor eine Erhöhung oder direkt vor eine Wand. Kniet euch ab, das Knie so nah wie möglich an die Wand. Zug vorne, Oberschenkel und Hüftbeuger und dann in dieser Position verharren. Eventuell Arme nach oben. Wieder runter. Langsam aus der Position aufrichten. Und die 2. Übung ist quasi eure Bewegungsaufgabe für die nächsten 10 Wochen. Eine kleine Mobility Challenge. Eine meiner Lieblingsübungen, der Diagonal Stretch. Ihr geht in eine Schrittstellung. Vorderes Bein gestreckt, Hüfte hoch, hinteres Bein gebeugt. Ihr legt die Hand auf die Brust und dann senkt ihr den Oberkörper nach hinten ab, bis ihr mit der Hand die Ferse berührt und wieder in die Ausgangsstellung zurück. Sieht leichter aus, als es ist, aber ihr könnt es einfach einmal probieren. Vielleicht sogar auf die Autofox-Seite, Facebook-Seite ein kleines Video posten und schauen, ob ihr das in die 10 Wochen schafft. Bei der Einheit Stabilisiere deine Beinachse, zu der ihr eine detaillierte PDF zum Downloaden vorfindet, ist wichtig, dass wir uns wirklich auf eine präzise Übungsausführung konzentrieren. Nach einem allgemeinen Aufwärmen und den ersten Übungen wählen wir jetzt 2 Übungen aus, die wir euch detailliert zeigen möchten. Das ist zum einen der Ausfallschritt mit Skitourenvariation und zum anderen die Teilkniebeuge. Als Stabilisationshilfe könnt ihr euch 2 Stücke zur Hand nehmen. Und die Mia zeigt uns jetzt einmal, wie es geht. Ihr macht einen weiten Ausfallschritt nach vorne, geht tief runter. Das hintere Knie soll leicht hinter der Hüfte bleiben. Und dann schiebt ihr euch ganz gestreckt nach oben und geht auf die Zehenspitzen und wieder langsam nach hinten zurück. In die Ausgangsstellung zurück und wieder nach vorne. Ausfallschritt tief, rauf, hoch. Und wieder langsam nach hinten zurück. Das war die Übung 1. Zur 2. Übung, rauf auf einer Erhöhung, 20 bis 40 cm. Die Hände könnt ihr ruhig frei halten für eine bessere Balance. Und dann geht es hier leicht nach unten. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Und wichtig bei der Übung, das Knie darf nie nach innen kippen. Wieder in die Streckung rauf. Langsam nach unten, Knie stabilisieren und wieder rauf. Es muss keine wirklich tiefe Bewegung sein, es sind nur Teilkniebeugen und deshalb nur im oberen Bereich trainieren. Das waren die Inputs für diese Trainingseinheit und wir sehen uns bei der nächsten.